Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Warriors Three Hopes. Im letzten Part haben wir eine weitere Nebenschlacht gespielt und sind dann in eine Höhle wieder reingegangen, wo diesmal keine Monster auf uns warten, aber dafür Banditen. Also wieder eine weitere Nebenschlacht, die uns hier erwartet. Wir haben beim letzten Mal uns schon vorbereitet mit Balthus, Shamir, Happy und Manuela, die ich hier mitnehme. Und deswegen wird die Mission schon klappen, hoffe ich mal. Wir haben 4 Minuten Zeit für 400 Gegner, dürfen nur 30% Schaden nehmen, aber wir schaffen das schon. Also, los geht's. Still the King. Still the King. Ich habe auch die Klassen ein bisschen durcheinander gewürfelt, weil jetzt Balthus ein Wirrenritter ist, sogar mit einem komplett neuen Moveset übrigens, was ich jetzt gar nicht genau kenne. Das könnte also etwas chaotisch werden. Alles. Und Shamir ist jetzt eine Schwertkämpferin mit Rapier, den sie hat. Aber der ist ja ganz gut, der Rapier. Ja, zum Beispiel da rechts unten bin ich nämlich im Vierfachvorteil oder so, weil das halt ein Axtkämpfer ist. Und ich bin ja dann durch die Effektivität bin ich ja doppelt im Vorteil. Nee, Quatsch, bin ich ja dreimal im Vorteil, stimmt. Durch die Effektivität bin ich dreifach im Vorteil und durch die Waffe nochmal zweimal obendrauf, also fünfmal im Vorteil, glaube ich. Weil gegen die hier bin ich zweimal im Vorteil, mit zwei Pfeilen nach oben, weil ich bin ja effektiv gegen sie wegen meinem Rapier, also drei Pfeile nach oben, aber von der Waffe her bin ich im Nachteil, weil das Lanzenkämpfer sind und deswegen bin ich halt dann nur zweimal im Vorteil. Ich glaube, so funktioniert das. Also den da rechts unten kann auf jeden Fall schon wieder komplett easy killen, das ist gar kein Problem. Ja, aber ja. Rums! Das war die Fünfer-Kombo zum Beispiel. Vierer-Kombo. Verhindere, dass die Truppen der Kurierin den verwüsteten Ackerboden erreichen. Okay, muss ich da eigentlich schnell hingehen. Ui, okay. Die ist lustig. Geht mal ihr da gleich hin. Zur Kurierin. Ja. Ja, ja. Ja, das ist eine Falkenwirterin. Das sollte man eigentlich nicht mager machen. Weil die wahrscheinlich eine gute Resistenz hat. Zack, sehr schön. Aber... ja, die ist auch ziemlich schnell, sogar. Ja, schaffe ich das jetzt überhaupt noch? Ja, okay, dann kämpf mal durch hier so ein bisschen eben. Balthus. Hier so, genau. Wechseln. Nee, das ist sie nicht. Scheiße. Ja, wie soll man das denn überhaupt schaffen? Ich hätte da gleich von Anfang an halt hingehen müssen, weil das halt eine Falkenritterin ist, ist die auch übelst schnell. Toll. Aber ich habe nicht verloren. Was hat es überhaupt für einen Nachteil, wenn das passiert? Weiß ich gar nicht. Vielleicht dürfen halt nicht... Ich glaube, es dürfen nicht alle von denen hin. Wenn das jeder Einzelne schafft, da hinzukommen, dann habe ich, glaube ich, verloren. Okay, ja gut, dann ist ja gar nicht so schlimm. Okay, passt. So, jetzt lass mal hier... machen wir einen Spezialangriff einfach. Ich habe ja mit jedem einen Spezialangriff voll. Und das ist eine kurze Mission. Und deswegen kann ich hier ruhig Spezialangriffe rauswerfen. Take this! Okay, sehr schön. So, jetzt aber Happy. Genau. Er bleibt hier wieder hängen irgendwie? Ne, da hinten ist sie, genau. Okay. Ich will am besten halt hier den Heiligen Ritter auch treffen. Jetzt kommt mal hier. Okay, und los. The curtain falls. The curtain falls. Bam. So, sehr schön. Lebt nur sogar noch. Hält einiges aus. Okay, dann ein bisschen Kampftechnik ausleihen. Bam. Noch eine, okay. Bergamone Gewitter auch mal übrigens. Testen auch mal aus. Hui, überall Blitze. Nice. Sehr schön. So, und stirb. Okay, perfekt. So, ja, passt. So, dann hier. Ja, mit Shamir bin ich halt sehr schwach, leider. Machen wir einen Spezialangriff aber. Weil der Rapier ist halt bei Effektivitäten gut, aber sonst ist der ziemlich schwach. Wenn ich nicht effektiv angreifen kann. Bam. Ja, cool. Immer ein bisschen Kampftechnik rausbrennen einfach. Das ist, glaube ich, hier das Beste. Zack. Okay. Jetzt bin ich beim Nachteil, aber ich glaube, Balthus ist trotzdem stärker gegen Kurierin hier als Shamir. Okay, passt. So. Okay, so jetzt Final Boss. Da ist sogar noch ein gelber Krug, den kann ich auch noch gleich mitnehmen. Viele gelbe Krüge sogar. Okay. Hier noch. Siege den Gaunersee, den Sieg, jupp. Ja, nicht gereicht. Egal.
Ja, da kommt sogar auch her. Okay, dann kann ich den gelben Krug doch nicht mehr mitnehmen. Aber das passt schon. Der wird ja wohl einen Spezialangriff überleben, oder? Na, ich habe da noch nicht die Gegneranzahl, die nötig ist, deswegen warte ich mal noch ganz kurz, dass ich Gegner habe. Nee, Balthus, dann bleib hier. Dann bringt dir der gelbe Krug doch nicht mehr so viel. Okay, passt. Ich hätte noch gerne eigentlich mit fünffacher Effektivität. Nee, warte, das will ich noch testen. Geh mal noch kurz dahin. Ich will wissen, wie stark fünffache Effektivität ist. Ganz kurz. Zack! Okay, so jetzt habe ich dann. Jetzt habe ich 400. Genau, passt. Okay, dann könnt ihr gleich den Rest da machen. Und ich will es noch ganz kurz testen. Da habe ich schon noch Zeit dafür. So. Ich meine, die Waffe ist halt sehr schwach. Deswegen ist es gar nicht so krass, wie ich jetzt dachte. Aber der hat trotzdem keine Chance gegen mich. Bam! Bam! Aber ja, ist dreimal so heftig, wie ich dachte. Ich dachte, ich könnte ihn komplett kaputt machen, den Gegner. Und er hätte überhaupt keine Chance. Aber er hat sogar so ein. Also, er hätte sogar so minimale Chance, weil die Waffe halt so schwach ist, wünsche ich mir. Okay, passt. So, dann, los geht's. Zack. So. Ah, der hält aber einiges aus. Okay. Da muss ich noch ein bisschen ausbannen, glaube ich. Ja, das dauert noch. Take this, wechsel mal. Einfach Kampf hinten spammen. Okay, ja, ich schaff schon noch, glaube ich. Du wirst sogar minimal hängen. So, schön gefangen nehmen. Zack, sehr schön. Das war, glaube ich, Todesgefälle, oder? Der Angriff gerade. Das ist auch ziemlich gut. Nice. The goddess is smiling upon us today. Okay. Trotzdem war die auch wieder nicht so einfach, die Mission. Aber ging schon. So, ein schöner S-Rang. Und das reicht auch für ein Level Up, für Happy. Da-da-dum. That's nice, I guess. Immerhin Magie. Passt schon. Don't think this means you can make me do more. Und Happy war auch die Heldin. So. Okay. Stimmt, ihr habt eine Medone locker erzielt. Sie hat auch den Stein des Wissens wieder. Und Offensivtaktik für Balthus. Nice. Das ist gut. Geld kriege ich auch. Sehr schön. Geld sehe ich gerne. Und noch mehr Geld. Wunderbar. Okay. Und dann können wir sogar noch eine weitere Nebenschlacht in diesem Part machen. Würde ich sagen. Aber ich muss erst kurz zum Lager zurück. Wegen Vorräten. So. Denn da habe ich wieder 15 Stück, die ich mir alle abholen kann. Ja. Yep. Dankeschön. So, ich gehe jetzt mal gleich mit ZR zur Kriegskarte. Genau. Normalerweise laufe ich ja immer hin. Aber so geht's dann schneller. Okay, dann machen wir gleich die nächste Nebenschlacht eben auch noch. Östliches Elidure-Gebiet oder so. Schutz der Bevölkerung von Elidure. Banditen terrorisieren die Einwohner von Elidure durch die Eroberung der Gebiete in das Kaiserreich. Jetzt für den Schutz der dortigen Bevölkerung zuständig. Ist, habe ich da übrigens überlesen. Wir kriegen einen Wodao und einen Trainingspunkt wieder. Okay. Ja, dann fangen wir direkt an, würde ich sagen. Dann schaffen wir eben mal wieder zwei Schlachten, heute auch. Aber die erste war ja kurz und wir hatten uns schon davor vorbereitet. Das passt also. Die Truppen des Bürgers werden gerettet. Okay. Und es darf keiner von denen besiegt werden. Eieiei. Oh, die können halt über diesen unbewaffnet. Ach du Scheiße. Okay, auf die muss ich sehr, sehr aufpassen dann. Okay, aber kriegen wir schon hin. So, Monika. Hat Bock. Und Konstanz. Okay. Viele Magier wieder. Und die sind auch wieder scheiße. Cool. Ich liebe es. Okay, dann guck ich mal. Monika. Mit nicht noch mehr Magiern, bitte. Nee. Lawrence hat sie noch gar nichts. Mercedes ist ja auch eine Magierin. Casper hat sie noch gar nichts. Jamir hat sie noch gar nichts, logischerweise. Jamir einfach nochmal. Ich meine, bei Jamir, ich müsste halt dann bei Jamir wieder diesmal wirklich Klassenerfahrung verschwenden. Weil ich habe jetzt ansonsten, ich hätte halt ihr eine neue Klasse vielleicht geben können. Das hätte ich machen sollen. Ich hätte sie sogar schon hier zur Bogenritterin vielleicht machen können. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm gewesen. Ne, nämlich vielleicht einfach Casper. Das würde ja auch ganz gut gehen. Oder war mal Lawrence, wie sieht es bei ihm aus? Er hat halt auch schon Rittmeister gemeistert.
Und er hat sogar auch nichts anderes mehr. Er hat alles schon gemeistert, was er hat. Okay, dann nehmen wir halt Caspar. Das passt schon. Ja. Und bei Constance nehmen wir... Nehmen wir... Ich habe in allen schon so viel. Echt krass. Mit Chemie halt gar nichts. Nehme ich doch wieder Chemie und dann geht er jetzt Klassenerfahrung verloren. Dann nehme ich halt Chemie nicht so viel mit. Das, dann macht halt da Constance mehr bei dem Duo. Ja, das passt dann schon. Okay. So, also Monika und Constance mit Chemie, genau. Und Caspar. Caspar ist auch... Was ist das denn? Mann, ey. Boah, das ist ja richtig scheiße. Warum geht denn nichts auf, Mann? Das ist blöd, weil ich will halt Chemie jetzt wieder zu einer Bogenschützin machen. Warte mal, könnte ich Caspar... Ja, das wäre ja auch Axt. Das bringt nichts. Ja, egal. Ja, das kriegen wir schon trotzdem hin. Das wird schon gut gehen. Das war jetzt nicht so einfach dann, aber das schaffen wir schon. Wir haben trotzdem hier sehr starke Einheiten dabei. Und das wird trotzdem funktionieren. Okay. Ich meine, ich könnte jetzt wirklich andere Bataillone vielleicht mitnehmen, die halt passender sind. Das könnte ich mal austesten. Jetzt mal ganz kurz. Weil es kommen zum Beispiel, also es kommen eigentlich nur Schwert, Axt und Faustkämpfer vor. Okay. Also Bogenschützen. Nein, die Bogenschützen sind dann doch gut. Okay, dann ist Chemie doch als Bogenschützen gut. Ja, weil da kann sie dann gegen die Faustkämpfer was machen. Okay. Das heißt, dass Schwertkämpfer sind sehr, sehr gut und Lanzenkämpfer sind auch relativ gut. Okay. Das heißt, ich gebe mal Caspar die Schwertkämpfer von Chess. Diese guten. Die 3000. Ausdauer haben. Wo sind die? Hier, genau. Das heißt, dass dann zumindest gegen Axtkämpfer einen einfachen Vorteil hat. Und das ist ja nicht so schlecht. Okay, dann bringt das zumindest irgendwas. Okay, Chemier, genau, ist wieder eine Scharfschützin. Passt. Silberbogen, genau, der ist gut. Stein des Wissens kriegt dann gleich nicht sie, weil sie, der bringt ihr nichts mehr, weil sie die Klasse schon gemeistert hat. Und sie kriegt auch die passenden, das passende Bataillon, weil es gibt ja Faustkämpfer, gegen die sie dann im Vorteil ist. Okay. So, Pfeilsturm, genau, sie hat einiges Neues hier. Flammende Salve auch noch. Greift Gegner in einem weiten Umkreis mit einer Salve brennender Pfeile an. Zyklon. Testen wir mal die beiden hier, die sind auch billiger. Machen wir das mal. Ja. Das passt, glaube ich, alles. Constance bleibt eine Magierin, auf jeden Fall. Und kriegt, sie muss eher mehr machen wahrscheinlich, deswegen nehme ich lieber das hier. Weil Chemie hat ja schon ihre Klasse gemeistert, deswegen wäre das verschwendet. Und deswegen kann ich bei Constance dann eher mehr machen. Und, ne, die Weißen passen, glaube ich, schon. Ne, eben nicht, genau, weil die will ich haben. Weil, nee, gar nicht wahr. Nee, doch, passt. Die Weisen passen. Sorry. Abraxas hat sich hier neu. Fortgeschrittene offensive Lichtmagie vernichtet Ziele mit dem Licht des Himmels. Das hört sich doch witzig an. Das testen wir mal anstatt Nosferatu. Ist zwar ziemlich teuer. Fünferwinter ist ja auch ziemlich teuer, oder? Ja. Ja, das passt aber schon. Passt schon. Okay. Und, genau. Monika könnte ich vielleicht den Stein des Wissens geben, weil sie auch noch nicht so viel hat. Weil Constance hat schon fast Hexerin gemeistert. Und Monika braucht dann noch ein bisschen. Das wäre vielleicht ganz gut. Okay. Dann kriegt sie auch ein gutes Buch. Dann nimm halt einfach mal das andere. Haston. Du kriegst den Stein des Wissens. Auch ein Bataillon. Ja, stimmt. Magier sind ja auch nicht so gut eigentlich. Also sollte ich mit ihr jetzt noch ein Lanzenbataillon nehmen. Das dann gegen die... ja, das da. Gegen die Schwertkämpfer im Vorteil ist. Damit sie gegen Schwertkämpfer was machen kann. Ja. So, das passt. Okay. So, das stimmt jetzt, richtig? Also Monika ist jetzt gegen Schwertkämpfer im einfachen Vorteil. Und Caspar, genau, ist gegen Axtkämpfer im einfachen Vorteil. Genau, dann kann ich das doch mich eben ein bisschen besser aufteilen. Okay. Dann machen eben... wie waren die Pairs jetzt nochmal? Constance und Chemie war, glaube ich, ne? Und Monika und Caspar. Also Constance und Chemie, ja... Das ist alles kacke von der Aufteilung her. Auf jeden Fall. Chemie muss doch viel machen in der Mission. Ich sehe schon. Egal. Ja, passt schon. Glaube ich. Okay, aber Monika soll schon auch einiges machen. Ja, ist okay. Wir kriegen das schon hin. 7 Minuten, 500 Gegner, 30%. Wir schaffen das schon. Ich lege vielleicht immer ein bisschen zu großen Wert auf Unterstützung. Weil da achte ich halt darauf, dass ich schön Unterstützung erhöhen kann mit meinen Einheiten. Aber das führt dazu, dass dann das irgendwie nie zusammenpasst, was ich so mache.
Könnt ihr vielleicht mal irgendwie schlau machen. Aber das ist schon okay. So, das machen gleich Monika. Und Jamir macht halt mal hier so ein bisschen Action. Okay. Mach ich hier selber. Zack. Wunderbar. Bam. Genau, stimmt, ich soll zu den Bürgern übrigens schnell hin. Dann verschwend mal doch keine Zeit. Da sind nämlich auch sehr viele Gegner gleich. Ja, das ist dann doch wichtiger. Und du auch gleich mal. Ja. Besiege die Truppen des Ringers und rette die Truppen des Bürgers. Ja. Ich lasse mal die anderen Gegner hier in Ruhe, weil das ist mir jetzt zu riskant. Wenn einer von denen stirbt, habe ich ja sofort verloren. Deswegen, los geht's. Let's make a scene! Bam! Da-da-dum. Und auch instant ein Level up. Sehr schön. Dann testen wir mal hier. Achso, nee, sie hat ja keine neue. Richtig? Konstanz hat ja Abraxas, genau. So, zack. Sollten wir schon mit Timing angreifen? Sowohl bei Shamir als auch bei Monika. Okay, passt. So, dann wechseln wir. Ja, die soll aber sogar eigentlich eher Konstanz besiegen. Auch wenn sie im Nachteil ist. Machen wir trotzdem. Das schafft sie schon. Mit Abraxas vor allem dann gleich. Los geht's. Zack. Ja, Konstanz, chill. So, Abraxas, los! Cool. Warum sind die ausgewichen? Mann, so eine Scheiße. Aber sah auf jeden Fall ganz cool aus. Das, was ich davon gesehen habe. Naja. Ach Mann, 300 Gegner, okay. Ich muss bei dem Ringer ein bisschen aufpassen, weil der könnte sehr viel Schaden auf Konstanz machen. Ja, halte ich gleich mal. So, jetzt kill ihn. Zack. Okay. So, 300 Gegner. Ja, da kämpft er mal hier. Gleich Shamir ein bisschen. Und ich wechsle mal zu den anderen. Okay, das sind einige Gegner. Ich habe ja keine Zeit mehr für die 300 Gegner immerhin. Das ist ganz gut. So, ich tank ein bisschen Schaden weg. Schon okay. Eskortiere die Truppen des Bürgers zum Dorfruinenbollwerk. Okay, welches ist das? Das ist rechts oben wahrscheinlich, oder? Ja, okay. Ich meine, dann ist ganz gut, dass ich die Dieben hier besiege. Und Shamir macht da ja auch die andere Seite, das passt also. Ja. Okay, Ringer aufgetaucht. Ja, dann switch halt doch wieder. Ja, los geht's. Ja, jetzt treffe ich den hinter mir nicht. Scheiße. Egal. Zack! Schön, dass da noch am Ende neue Gegner gespawnt sind. Die dann auch noch meinen Angriff abbekommen haben. So. Genau, den einen habe ich nicht getroffen. Das war ein bisschen dumm. Ja, ich nehme schon teilweise aber viel Schaden hier, muss ich sagen. Bam. Wie viel habe ich schon? Ja, 16% nehme ich schon. Einfach so aus dem Nix. Muss ein bisschen aufpassen. Bam. Zack, zack. Der andere Bürger kommt aber eigentlich gut voran. Der hat, glaube ich, keine Probleme. Bam. Okay, sehr gut. So, genau, der ist sogar schon da. Dann kämpf mal du einfach noch gegen irgendwelche anderen Gegner hier. Jetzt ist sie immer noch nicht tot. Krass aus. So, komm, jetzt stirb einfach mal. Okay, genau, jetzt ist da einer aufgetaucht. Das sollen eigentlich Monika und Casper machen. Obwohl, das kann aber Konstanz auch machen, eigentlich. Ja. Dann machen wir das so. Okay. Gegner. Muss ich auch noch ein paar besiegen, aber das habe ich dann auch gleich, glaube ich. Okay, ja, dann mach mal du irgendwas anderes. So. Ja, Konstanz ist wieder schlecht. Ich bin aber eh falsch hier. Moment. Hier hinten, genau, der Assassin, den will ich besiegen. So, jetzt nochmal. Abraxas. Zack! Hat halt leider abgeblockt. Deswegen sah es nicht ganz so krass aus. Ja, die Klassenaktion ist halt immer ein bisschen riskant, weil ich muss da halt ruhig rumstehen währenddessen. Und dann können mich halt andere Gegner angreifen. Zwar nur kleine in diesem Fall, aber kann trotzdem ein bisschen Schaden machen. Eventuell. Muss ich schon ein bisschen aufpassen.
Zack. Sehr gut. So, jetzt dürfte die Bürgerin vorankommen. 12 Gegner übrigens nur noch. Das schaffe ich dann gleich hier. Zack. Das reizt gar nicht mal. Komm schon. Dann machen wir nochmal hier. Ja, ich weiß. So. Ach, die ist dann vorbei, die Mission. Was? Warum? Da stand nicht dran, dass die Mission dann endet. Da stand nicht dran, bringe die dahin, um dir den Sieg zu sichern. Ja, werde ich dann nachholen. Ach komm, das ist mega unnötig jetzt. Kack, Level Up auch noch. Ach, so eine Scheiße. Das kotzt mich an. Also mir war die Heldin schon wieder. Wollte ich eigentlich gar nicht, dass sie die Heldin wird, aber gut. Ey, so eine Kacke, warum? Das nervt mich. Even a mule will eventually reach its destination. Das ist gut. Vor allem jetzt, wie viele Gegner waren das? 16 Gegner, glaube ich, die gefehlt haben. Mann, ich hasse sowas so sehr. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich das aufregt. Naja. Ist ja kein kompletter Weltuntergang. Aber gut. Ich habe jetzt die Nebenmission auch nicht mehr erfüllt, vor allem. Aber, glaube ich, oder? Ich habe da nicht rechtzeitig 300 Gegner besiegt. Aber es ist egal, weil, hier sowieso nicht vonnöten war, dass ich alle Nebenmissionen erfülle. Aber hier zum Beispiel, das ist dann vonnöten. Okay. Aber ja, erstmal holen wir uns dann hier Zeug. Und zwar erstmal Baumaterialien. Ein Bollwerk, in dem deine Armee stationiert ist. Deine Armee sichert die umliegenden Wege und stockt Vorräte auf. Jetzt müssen wir uns keine Gedanken mehr um die Vorräte machen. Nur zu, nehmt, was ihr benötigt. 16, 12, 6. Warum denn so krumme Zahlen eigentlich? Aber wir können immerhin was upgraden. Und hier brauche ich Schwertmeister, habe ich aber, und wir kriegen dafür ein Ziel. Du hast das Haus eines berühmten ehemaligen Ritters besucht. Ich werde euer Talent mit dem Schwert unter die Lupe nehmen, aber keine Sorge. Ihr bekommt auch etwas Schönes dafür. Ah, drei gleich. Okay, sehr gut. Topografiemeister. Wunderbar. Ja, dann gehen wir zurück. Heute ist sogar auch da. Und dann muss ich mir jetzt mal ein paar mehr Ultima-Klassen holen. Mit Einheiten, die halt schon ihre entsprechende Oberstufenklasse gemeistert haben. Das sind jetzt schon ein paar mehr. Chemie zum Beispiel, dann kann ich halt die auch noch schön in den Ultima-Klassen gleich ein bisschen leveln. Ja. Okay, erstmal kleiner Umweg. Wegen der Eule, die eine Eulenfeder, die 35. mittlerweile oder so. Die ist ganz wichtig. So. Da-da-dam. Dankeschön. Und dann natürlich auch, schauen wir kurz zu den Einrichtungen. Da können wir ja auch wieder eine upgraden. Ich weiß nicht welche, weil ich mir die Namen dann noch nicht gemerkt habe von den Baumaterialien, welche da für welche ist. Die Taktikakademie, okay. Das ist ganz nice. So, dritte Kriegeranzeige kann ich machen. Ich kann nur eins von denen machen, genau. Elixiere. Das kann ich nicht mal machen, weil ich da erst noch das Goldene machen müsste. Fertigkeitsplätze auf 10. Das wäre schön. Signaturfertigkeiten werden verbessert. Aktion, Unterstützung und Taktik. Oder Wappenlevel. Schwierig. Die will ich alle haben. Oder nicht alle, aber viele von denen will ich bald haben. Ich glaube, eine dritte Kriegeranzeige bringt gar nicht so viel aktuell. Weil das kommt gar nicht so oft vor, dass ich beide voll habe. Und dass ich dann das verschwende, weil ich nichts weiteres mehr auffüllen kann. Ich setze die eigentlich schon meistens immer gleich ein, wenn ich eine habe. Also es bringt, glaube ich, gar nicht so viel. Weil das wird dann nicht schneller aufgefüllt, dann, wenn ich mehr habe. Ich kann halt länger die behalten und mir für später aufheben und so. Aber ich setze die meistens eh mal ziemlich schnell da ein, die Spezialangriffe. Also es bringt gar nicht so viel. Das bringt sowieso nicht so viel, finde ich. Heilung. Ich habe schon einige Einheiten, die mehr als 8 gute Fertigkeiten haben. Und es werden halt immer mehr und mehr. Aber Signaturfertigkeiten sind halt auch sehr stark bei einigen Einheiten. Ich glaube, ich mache trotzdem erstmal Fertigkeiten auf 10. Danach als nächstes dann wahrscheinlich das hier. Aktionssignaturfertigkeit. Ja, aber erstmal machen wir 10 Fertigkeiten. Jo. Okay, nice. Let me know if I may be of further service. So, dann gehe ich mal kurz zum Übungsplatz und erholen uns ein paar neue Ultima-Stufen.
So. Ich habe ja noch immer keine von den Ultima-Stufen bisher ausprobiert. Chess hat ja schon eine und Lysithia auch, aber die habe ich noch nie mitgenommen bisher, weil es sich nie angeboten hat irgendwie. Gucken wir euch mal an, wie viele Klassen Lawrence vor allem lernen kann. Das ist ja krass. Mercedes kann einfach nur eine machen und Lawrence einfach 50. Warum das eigentlich? Aber ich das ist gut. Ich kann sogar hier sehen, wer noch eine lernen kann. Dann kann ich das gleich hier so filtern. Petra zum Beispiel. Wie viel habe ich jetzt? 6. Petra ist halt nicht so wichtig erstmal, weil sie eh noch die hier hat. Deswegen, das könnte ich zwar machen, aber bringt gar nicht so viel, finde ich. Hier, Lawrence aber zum Beispiel, bei dem wird es Zeit. Ja, auf jeden Fall, weil der hat auch die gemeistert. Okay, entweder Dunkelritter, das will er ja auch werden, letztendlich, oder Heiliger Ritter. Ich glaube, ich mache ihn erstmal zu einem Dunkelritter eben. Ja, genau, da kann er auch Magie dann einsetzen. Und ich mache Lawrence eh schon immer ein bisschen eher magisch. Mit Frostlanze als Kampftechnik und mit seiner Lanze, die magischen Schaden macht. Und das hier ist halt noch mehr auf Magie getrimmt. Und das finde ich ganz sinnvoll. Schwertbrecher ist auch insane. Einfach nur, was, Lichtschlag? Achso, wird einen Teil des zugefügten Schadens als KP? Nee, nicht so gut. Ja. Mach mal Dunkelritter. Jupp. Dum-dum-dum-dum. An ideal match for my talents. Mhm, finde ich auch. Und wir wechseln auch gleich. Passt. So, Raphael kann ich zum Kriegsmeister machen. Ja, das finde ich auch sinnvoll. Zauberbrecher hat er. Wie gesagt, die Brecherfähigkeiten hier, die sind in Fire Emblem auch gut. Und hier sind sie auch sehr gut. Wenn ich die richtig verstehe. Aber ich glaube schon. Ja, mach mal. Ich muss aber Chemie auch noch machen. Ich darf die jetzt nicht so sehr rausballern, weil ich habe eben nur 6 Stück. Jetzt nur noch 4 dann gleich. Sure, if it helps. Okay, ja. So, Ignaz könnte ich auch schon zum Bogenritter machen. Er hat auch nicht mehr so viel. Ja doch, Assassine hätte er zum Beispiel noch. Wegen Plünderung, das wäre auch ganz cool. Erstmal noch nicht. Lysithia ist ja schon, Marianne geht nicht. Balthus würde gehen, auch als Kriegsmeister. Aber bei ihm habe ich ja auch noch hier Wirbelritter zum Beispiel. Aber da hat er jetzt Offensivtaktik erlernt und das ist am wichtigsten gewesen. Aber Krieger könnte er noch machen wegen Stärke plus 5. Okay, machen wir erstmal nicht. Konstanz würde gehen. Ja. Ich meine, ich könnte da auch erst Bischöfin machen noch. Egal, machen wir einfach mal. Ich kann ja jetzt schon ein bisschen rausspammen hier, das passt schon. Ich werde auch wieder da eben ein bisschen was vielleicht offscreen machen mit den Klassen. Also Ultima-Klassen will ich jetzt... will ich erstmal nur mit euch gemeinsam machen. Aber Oberstufenklassen, da irgendwelche neuen, zum Beispiel eben bei Balthus halt noch Kriegsmeister frei oder Krieger freispielen, das kann ich ja offscreen machen, das ist ja nichts Besonderes. Happy geht nicht, Manuela geht nicht, Ariza geht. Ritter des Todes, eine furchterregende, in Finsternis gehüllte und von Schatten umgebene Gestalt. Diese Klasse kann Magie einsetzen. Ja, das ist doch ganz cool. Er hat das Sense des Todes, gewährt Kampftechniken und Magie eine geringe Chance, alle Einheiten außer Kommandanten mit einem Treffer zu besiegen. Okay. Und Schwerfernichtung Level 5, jupp. Und hier hat er Schwertbrecher, sehr gut. Dunkle Lanze, wirkt dunkle Bandzauber gegen Gegner, Schaden erhöht sich je nach Magie. Einsamer Kampf, erhöht den bei Gegnern verursachten Schaden, wenn keine verbündeten Einheiten in der Nähe eingesetzt wurden. Das ist nicht so gut, weil ich schätze mal, wenn Yuritsa einen Adjutanten hat, dann zählt das als verbündete Einheit, die in der Nähe ist. Das heißt, wenn er Adjutanten hat, dann kann er nie davon Gebrauch machen. Und ich nutze immer Adjutanten, weil ich das sinnvoller finde. Okay. Tod hört sich aber gut an. und Gegenangriff. Gegner erleiden Schaden proportional zu dem, den sie... Ja, ist auch nicht so gut. Weil ich will ja nicht Schaden erleiden, wenn es geht. Also die sind gar nicht so toll sogar. Aber ist ja auch einzigartig, Ritter des Todes. Und deswegen machen wir das mal. Dürfte auch ein neues Moveset dann sein. Da-da-dum. I demand further strength. Warum kann wohl nur Yuritsa diese Klasse lernen? Seltsam. Ah, ich hätte gleich wechseln lassen sollen. Egal. Und Chemia natürlich zur Bogenritterin. Danach habe ich noch eins übrig. Okay. Da-da-dum. Okay. Kann ich noch irgendeine neue Ultima-Klasse machen? Ja, mit Petra würde es halt gehen. Also irgendeine, die ich halt noch nicht gesehen habe bisher. Gaunerin habe ich ja noch nicht. Weil Ignaz könnte ich ja auch zu einem Bogenritter machen, aber das hat ja schon eine Chemie. Und hier der Ringer oder wie das heißt, der unterste da, das hat ja schon Raphael.
Dann mache ich halt doch mal Petra einfach. Ja. Dann hau ich jetzt einfach alle raus. Passt schon. So, Petra als Gaunerin. Achsbrecher, Elektrostiefverfall. Mit Magie. Okay. Medizinexpertise ist Quatsch und Geduld. Gegner zu treffen, der gerade eine Angriff vorbereitet, erhöht den Schaden an der Stärkeanzeige erheblich. Okay, ist auch gar nicht so schlecht. Sind nicht so krass, die Fähigkeiten hier, finde ich sogar. Aber Glückszahl. Erhöht vorübergehend einen der folgenden Statuswerte, wenn ein gegnerischer Kommandant besiegt wurde. Okay. Machen wir auf jeden Fall. Jupp. Dann haben wir schöne neue Klassen. Und die werden wir dann auch bald mal austesten können. Das sieht sehr fancy übrigens aus. This is a way to get more power. Sehr interessante Farbgebung irgendwie. Habe ich nicht so erwartet, aber gut. Also beim nächsten Mal werden wir dann definitiv darauf achten. Zumindest eine Einheit mitnehmen, die auf einer Ultima-Klasse ist. Eventuell sogar mit einem neuen Moveset. Auf jeden Fall gibt es ja mindestens einen neuen Move, eine Sechser-Kombo. Aber manche haben ja komplett neue Movesets, wenn ich das richtig verstanden habe. Also beim nächsten Mal wird es dann abgehen. Gut, aber dann würde ich eben erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Beim nächsten Mal gibt es die nächste Schlacht, wo wir dann eben endlich mal eine von den Ultima-Einheiten austesten werden. Mal gucken, welche ich da mitnehmen werde. Weil man hat schon irgendeine von denen Bock, dann wäre es schon klar. Schau mal kurz. Ash habe ich nicht Ultima und Yuritsa. Ja, Yuritsa als Ritter des Todes darf dann beim nächsten Mal unter anderem abgehen. Das wird ziemlich cool. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.